Ja, damit willkommen zurück bei Let's Play Mafia. Unser Auftrag besteht darin, jetzt für den Don hier ein Autowagenrennen, naja, ein Rennauto, sagen wir es einfach mal so, zu manipulieren. Ja, weil er sonst ziemlich viel Geld verlieren würde, wie auch viele andere hier, offenbar. Ja, und dann legen wir mal los. Wir brauchen erstmal den Fahrbahnuntersatz von dem Vollidioten hier, wie ihn ja alle nennen. Hey, Ralfi, weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lukas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Werden sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1:15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen gefahren ist. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich da hin? Tja, wie kommt man da jetzt am besten hin? Zu Fuß. Tja, welchen nehme ich? Ich glaube, ich nehme den grünen. Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach einen Draht hier rein, dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralfi. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Spasti. Er ist ein kompletter Idiot. Ach, nehmen wir den Falcone. Bahn. Hier wird bestimmt gerade eine Leiche verbrannt. Waffen brauchen wir, glaube ich, diesmal nicht. Ausnahmsweise. Jo, dann legen wir mal los. Wir brauchen diesmal nicht links rum, wir fahren diesmal rechts rum. Und dann heizen wir einfach mal lang. Ich glaube, Polizei war in der Mission gar nicht unterwegs, deshalb können wir uns da gar keine Sorgen machen. Musik ist jetzt leider nicht dabei. Ja, meine Fahrkunst muss ich noch ein bisschen erarbeiten. So, links. Jo. Das ist immer so eigentlich mit das Langweiligste bei Mafia. Einfach immer die Strecken einfach mal abfahren. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof. Jo. Zack. Das war so ein Boller, den ich jetzt mitgenommen habe. So, mit dem Rennwagen können wir gleich ein bisschen Zeit aufholen.
schöne Landschaft. Wunderbar. Man sieht auch so viel. So, da sind wir. Da ist das Häuschen. So. Na, Sie müssen Ralfs Freund sein. Das stimmt. Okay, wir nehmen Ihren Wagen. So, steigen wir schon mal wieder ein. Ja, man sieht schon hier, ne? Scheibe zerditscht. Komm, mach, Junge. Hab noch 10 Minuten. Lieber Spaß. Wenn ich mich jetzt nicht schaffe, ist es wegen ihm. Ich würde fast wetten, wenn man hier versucht, gegen so einen Busch zu fahren, dann bleibt man da auch hängen. Würde ich fast für wetten. So. Ne, ist hier. Die hell erleuchtete da hinten. Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Wollte schon sagen, mach bloß nicht die Tür auf. Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber Vorsicht, der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh den Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig, die Karre geht gut ab. Ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt, wer weiß. Ja, laber nicht. Komm, ich muss los. Das schaffe ich in einer halben Stunde. So. Dann wollen wir mal. Ich freue mich schon überhaupt nicht auf die Mission, die hier nachkommt. Ja. Das ist ja so ein Wagen, hier dürfen wir uns nicht auf den Kopf drehen, sonst ist er ab der Kopf. So. Einmal Gas geben, jetzt können wir eigentlich rollen, damit sie fast die ganze Zeit rollen lassen. Wir haben jetzt ein gutes Stück hier vor uns. Mal ein paar Meter. So. Ja, schön stehen. Hat das hier eigentlich eine Hupe? Nee, nicht. So, ist die Bahn. Ja, und von jetzt links. Rechts.